Herzlich willkommen zu unserer heutigen Mittwochsandacht. Diese Woche steht unter dem Spruch, es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaut. Ein ziemlich aktuelles Wort. Nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr. Ich möchte Sie einladen, heute mit uns gemeinsam, auch mit Mirjam, bei den Liedern mitzufeiern, unsere Mittwochsworte, und möchte einladen zu einem Gebet. Lieber Herr, danke für deine Gegenwart, danke für deinen Geist, den du uns Pfingsten geschenkt hast. Ich bitte dich, dass wir uns immer wieder durch deinen guten Geist füllen lassen, der uns und unser Leben lebendig macht, der uns begeistert und auch andere begeistert. Segne uns an diesem Tag. Amen. Wann ist ein Christ ein Christ? Über diese Frage haben wir letzte Woche nachgedacht. Nicht ein Verhalten, sondern ein Verhältnis macht mich zum Christen. Das war eine Antwort. Und die entscheidende Frage für einen Christen lautet nicht, was er zu tun oder zu lassen hat, sondern ob er Gott liebt und ihm vertraut. Das Erste und Wichtigste, so habe ich es letzte Woche bereits gesagt, ist nicht das Tun, sondern das Empfangen. Ich möchte mit Ihnen heute einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, dass unser Glaube noch viel mehr zu bieten hat. Und mein nächster Gedanke, die nächste Äußerung des Glaubens, ist für mich das Loslassen. Wenn ich von Loslassen spreche, dann meine ich Dinge, die uns nicht gut tun, die unser Leben belasten oder einschränken. Zum Beispiel darf ich meine Schuld loslassen. Ich darf mein Versagen abgeben.
Ich darf meine falschen Götter, die mich vorübergehend oder kurzfristig nur glücklich gemacht haben, loslassen. Auch meine Lebenskonzepte, die mich in eine Sackgasse geführt haben, darf ich abgeben und loslassen. Da ist einer, der mir zuspricht, du bist frei. Du kannst deinen ganzen seelischen Müll bei mir abladen. Ich habe alles am Kreuz von Golgatha für dich getragen. Ich nehme dich an die Hand und an meiner Hand kann das Leben noch einmal neu beginnen. Auch hier wird deutlich, loslassen, das ist zwar etwas, was ich tue, und doch geht das entscheidende Handeln von dem aus, der mich freispricht und mich zum Loslassen ermutigt. Ein dritter Gedanke, ein drittes Zeichen des Glaubens ist das Empfangen. Erst wenn ich meine Hände geleert habe, kann Gott sie neu füllen. Herr, mach aus mir, was du willst, aber mach was aus mir. Sei du der Herr meines Lebens. Wer sich so Gott öffnet, wird empfangen. Er empfängt Segen. Er empfängt eine neue Ausrichtung seines Lebens. Er empfängt neue Aufgaben, neue Gaben. Und wir empfangen eine neue Familie, neue Brüder und Schwestern, mit denen wir zusammen unseren Glauben leben dürfen. Denn alleine würden wir es wahrscheinlich nicht packen. Und noch ein Gedanken finde ich wichtig. Das Danken. Ich meine nicht die Dankbarkeit, die man uns als Kind vielleicht beigebracht hat, wo wir uns höflich für Dinge bedanken sollen, für die wir eigentlich gar nicht dankbar sind. Nein, Dankbarkeit als ein Grundgefühl, als eine Grundeinstellung des Christseins. Das Wissen, was ich bin und habe, ist alles andere als selbstverständlich. Selbst wenn ich äußerlich vielleicht weniger Grund zur Dankbarkeit habe, so ist Jesus dennoch für mich gestorben und hält für mich eine Zukunft bereit, trotz meiner Schuld. Allein dies ist Grund zum Danken. Und ein letztes Zeichen des Glaubens baut auf alledem auf. Es ist das Weitergeben dessen, was ich empfangen habe. Und erst hier setzt das ein, was die Leute normalerweise als christliches Handeln ansehen. Und sie sehen auch nicht unbedingt das Weitergeben, sie sehen nur das Geben. Und das vorherige Empfangen schon gar nicht. Christlich wird ein Handeln aber erst in dieser Dynamik, dass ich das, was ich aus Gottes Hand empfangen habe, weitergebe. Das ist quasi die Grundformel des christlichen Handels, dass ein Christ wie ein Spiegel in diese Welt zurückreflektiert, was Gott in ihn hineinstrahlt. Das ist ein Satz, den ich vor vielen Jahren mal gelesen habe. Ein Christ ist jemand, der das zurückreflektiert, was Gott in ihn hineinstrahlt. Gott hat mir vergeben und so vergebe ich auch anderen. Gott hat mir so viel Liebe erwiesen, darum gebe ich Liebe weiter. Gott hat zu mir gesprochen und dieses Wort sage ich weiter. Auch hier, dieses Aktivsein, das aus dem Empfangen herauslebt. Es ist ein empfangenes Handeln, ein Tun aus dem Empfangen heraus. Im Übrigen, wir müssen uns den Himmel nicht verdienen. Das hat Christus für uns getan. Er hat uns die Tür zum Himmel aufgeschlossen und sagt, herzlich willkommen, tretet ein, habt Vertrauen, kommt rein. Und wer Vertrauen hat, kommt hinein. Da gibt's nichts zu verdienen. Die ganzen Gebote und Regeln und Handlungsanweisungen haben im Grunde nur diesen einen Sinn, diese Welt ein Stück zu verändern, mein Leben ein Stück Christusähnlicher und diese Erde ein Stück mehr dem Himmel ähnlicher zu machen. Ja, in diese Welt hinein zu reflektieren, was wir von Gott empfangen haben. Und als Christen brauchen wir keine Angst zu haben, dass wir nicht in den Himmel kommen.
Wir sollten eher die Sorge haben, dass Gott nicht groß genug, dass Gott genug Raum bekommt auf dieser Erde. Und Gott sagt uns, ich möchte in deinem und durch dein Leben etwas bewirken. Ich möchte, dass du weitergibst, was du von mir empfangen hast. Ich möchte, dass du Frucht bringst für mich, wie ein gesunder, starker Baum. Ich möchte, dass du von mir angestrahlt selber zum Licht für andere wirst. Ich hol dich schon von der Erde in den Himmel, keine Sorge. In mir hast du sozusagen Bürgerrecht im Himmel. Philipper 3, Vers 20. Aber bring du doch bitte ein Stück dieses Himmels auf die Erde. Aber wie macht man das? Wie bringt man den Himmel auf die Erde? Jesus und Paulus haben es deutlich gesagt. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht um die Liebe. Die Liebe ist des Gesetzeserfüllung, sagt Paulus im Römerbrief. Also auf die Frage, was ein Christ denn alles tun müsse, formuliert der Kirchenvater Augustin eine frappierend kurze Antwort. Er sagte, liebe und dann tu, was du willst. Die Liebe ist es, die den Himmel auf die Erde bringt, nicht die Gebote. Man kann sehr wohl Gebote halten, ohne Liebe zu haben. Paulus sagt das sehr deutlich im 1. Korinther 13. Und die Liebe kann auch manchmal dazu führen, dass man das eine oder andere Gebot bricht, so wie Jesus ständig das Sabbatgebot gebrochen hat. Es gibt kaum ein Gebot, für das sich nicht auch Ausnahmen formulieren lassen. Ja, sogar das Gebot, du sollst nicht töten. Ja, die Gebote sind eine Richtschnur, eine Art Kompass für unser Leben. Aber Gott soll das Erste und das Letzte sein, was uns bewegt, was uns umtreibt und wofür wir leben. Gott soll der magnetische Berg sein, auf den sich unsere innere Kompassnadel immer wieder ausrichtet. Das Ziel, worum es wirklich geht, ist immer die Liebe. Wir werden nicht an Geboten schuldig, sondern an der Liebe. Und wir bringen nicht durch Geboten den Himmel auf die Erde. Alle vermutlichen Gottesstaaten auf dieser Erde, die versuchten, diese Welt mit Gesetzen und Geboten Gottes zu regieren, sind gescheitert. Sie haben nicht den Himmel, sie haben meist die Hölle auf die Erde gebracht. Da muss man das gar nicht in den Iran oder nach Afghanistan schauen. Da haben wir Christen durchaus auch eine unheilvolle Geschichte. Nicht mit Regeln und Geboten bringe ich den Himmel auf die Erde, sondern allein durch die Liebe. Darum hat Augustin recht, so provozierend das auch klingt. Wenn ich wirklich liebe, brauche ich keine Gebote. Warum? Weil ich dann ohnehin das tue, was sie sagen. Oder ich werde sogar etwas Besseres tun. Wenn ich wirklich liebe, kann ich tun, was ich will. Wenn ich wirklich liebe. Woher aber bekomme ich diese Liebe? Und hier schließt sich wieder der Kreis. Indem ich immer wieder unter die Dusche gehe und eintauche in die Liebe Gottes. Was also macht einen Christen aus? Wann ist ein Christ ein Christ? Indem ich höre. Indem ich loslasse und empfange. Indem ich danke und weitergebe, was ich empfangen habe. Liebe tanken und Liebe geben. Vertrauen fassen und Vertrauen wecken. Sich über den geschenkten Himmel freuen und dann auf diese Erde bringen. Lieben und dann tu, was du willst. Miriam wird uns gleich ein altes Lied singen aus den 60ern. What the world needs now, was die Welt jetzt braucht, ist Liebe. Und gerade in der heutigen Zeit, auch in der aktuellen politischen Krise, Stichwort USA, was da gerade abgeht. What the world needs now, das, was die Welt jetzt braucht, ist echte, tiefgreifende Liebe, die uns
und diese Welt verändert. Amen. So geht nun hin in diese Woche mit dem Segen unseres Herrn. Jesus Christus spricht: Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. So segne und behüte euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir bleiben verbunden.